So, meine Freunde, willkommen hier wieder zurück zu Let's Play Kingdom Come Deliverance. Wir sind das letzte Mal von der langen Reise von den Nachtigalls nach Hause gekommen. Und jetzt schauen wir mal, was wir weitermachen werden. Ich bin sehr, sehr verdreckt und schmutzig und stinke und ich kann so bestimmt Weiber abchecken. Alles ist eigentlich kaputt, alle meine Rüstung, alles ist am Arsch. Das werden wir jetzt alles verkaufen gehen. Verziertes Kleid. Die Bände, das können wir alles abgeben dann nachher. Leinenhemd ist kaputt. Kurzer Wappenrock. Schauen wir mal, was wir hier alles verscherbeln können. Was ist das hier für ein Kauz? Niemand von Gebrauch. Genauso wenig wie diesen Bürger. So, muss eigentlich gespeichert haben, als ich mich schlafen gelegt habe. Das will ich jetzt mal anschauen. 18.55 Uhr. Ja. So. Jetzt gehen wir mal. In die Stadt und hoffen. Was laberst denn du? So geht es ein bisschen schneller, als dass ich jetzt hier komisch ewig rumtapp. Wächter, kann ich den? Nee, wegen wo hätte ich den dann anpfeifen können eigentlich? Hätte ich jetzt diesen einen Typ da schwärzen wollen? Gesagt, das ist der echter Bürger. Wo ist eigentlich unser? Das ist sehr schön für dich. Komm, wir verkaufen unser Zeugs bei ihm. Er sieht nämlich doof genug aus. So. Verkaufen. Arbeitsstiefel und sowas brauchen wir. Brezel. Weg mit. Weg mit. Solch behalten wir. Dunkle Fußwickel mit Sohle. Eier weg. Enge olivfarbene Beinlagen. Die können wir behalten. Fliegenpilz, Forellen weg. Alles schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Ach, mein Ohr juckt. So. Das behalten wir lieber erstmal. Das ist noch nicht sehr ungestohlen. Was haben wir hier noch? Hier so ein bisschen Hasenfleisch. Können wir alles abgeben. So wie hier. Ist auch gammelig. Hühnchen nicht mehr arg von Wert sein. Ein Knüppel, dann haben wir einen kurzen Wappenrock. Da kannst du es behalten. Jetzt haben wir hier alles wieder durcheinander. Salz, das da ist auch total kaputt. Aber vielleicht könnten wir die Sachen reparieren lassen. Schirmling. Spinnennetz kannst du haben, Steinpilze kannst du haben, Pfannkuchen, verrottet schmecken die am besten. Wermut, das kann ich alles kaufen, sogar ein wenig was wert. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, aber schau mal, die Dinger sind echt gut was wert. Glaubst du, merken die? Ich versuch's einfach mal, ja? Ich versuch das. So. Und jetzt? Feilschen. Das ist geklaut. Was soll das werden? Scher dich fort, verdammt. Ja, so viel zum Thema. Das merken die Leute nicht.
Nur die Leute, von denen man es geklaut hat. Also merken die das doch, wie es scheint. Dann dürfen wir geklaute Sachen nicht verkaufen. Sonst kriegen wir eine Menge Ärger. Ach, das eine Hasenfleisch ist auch geklaut. Okay. Nee, weißt was? Dann warten wir erstmal, bevor wir hier. Gurken! Lecker! So, wir gehen jetzt mal zum Rüstungsschmied und schauen mal, wie viel es kostet, seine Rüstung zu reparieren. So, mein Freund. Rüstmeister. Beste Grüße. Schön für dich. Reparatur. Du reparierst auch nur Sachen, die ich nicht brauche zum Reparieren. Das freut mich für dich, Penner. Dann gehen wir zum Schneider. Vielleicht kann er meine Klamotten repairen. Aber wo war der noch gleich? Wo war der noch gleich? War der nicht irgendwo da oben bei den Brezeln? Ich glaube nicht. Das war doch so. Ah, hier. Nee, warte mal. Das war der Schuster. Da ist der Schneider. Nee. Doch, Schneider. Ja, gut, dann gehen wir jetzt erstmal da hoch. Dann gehen wir zum Schneider. Geben jetzt erstmal den Typ seine Nachtigalls ab. Hier. Nachtigalls für dich, mein Freund. Viel Gesundheit. Ja, danke. Ebenfalls. Ich bin ein Weilchen herumgepirscht und habe hier etwas für dich. Wunderbar. Wie viele hast du gefunden? Alle drei. Gut, das ist großartig. Ich hoffe nur, der Vogelfänger hört nie von meinem kleinen Fehler. Ich hoffe nicht. Danke, Junge. Hier ist deine Belohnung. Pfeile, danke. Dietriche hätte mir mehr gefallen. Ein Freund. Dietriche, ich brauche Dietriche, Dietriche, meine Freunde. Verkauft mir Dietriche. Ich glaube, die Kuh hat Dietriche für mich. Sie hat geantwortet. Dietriche. Dietriche, ich suche Dietriche. Hey, pass selber auf. Dietriche, 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 ich suche Dietriche. Dietriche, Dietriche. Ich finde keine Dietriche. Weo, weo. Das ist alles nicht gedietricht. Eu. Eu. War der Dietrichen-Typ, Schneider nicht hier irgendwo? Der Schneider war in der kleinen Gasse da drüben irgendwo. Frisches Kot! Holt euch frisches Kot von mir. Frisches Kot. Mann, ey, da muss ich jetzt wieder schul drum rumlaufen, na. Nur hier gibt's Scheiße mit Kot. So ist das die Gasse. Schneider, 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 Karl-Heinz Schneider. Wo ist Karl-Heinz Schneider? Wo ist Karl-Heinz Schneider? Hast du Dietriche, mein Freund? Ich suche Dietriche. Dietriche. Schneider?
Beschneider, wo bist du? Ich suche einen Beschneider. Hallo. Die sind immer noch so gütig zu mir. So gütig. Ja, hätte ich knacken können, aber ich habe hier nichts. Oh, oh. Ah. Also ich finde eindeutig den Schneider nicht, was auch immer mir die Scheiße gezeigt hat, wo der Schneider sein soll. Er ist nicht da. Nicht. Stehst du? Nicht. Es bringt mir nichts, einen Marker zu setzen, wenn der Weg... Keine Ahnung, ich bin doch da schon tausendmal vorbeigelaufen. Ist doch ein Zeichen für den Schneider, oder? Oh, da komme ich ja nicht rein. Ach, auf einmal. Ach. Sieht mal einer an. Auf einmal geht das hier. Schneider. Beschneider, beschneidest du mir bitte meine Klamotten? Reparatur. So. Einmal möchte ich bitte repariert haben, das da. Dann möchte ich das da repariert haben. Dann würde ich gerne natürlich meine Waperock reparieren. Das wäre sehr schön, danke schon. Und dann wollen wir noch gucken, diese... Nein, Leinehemde brauche nix. Vielleicht meine hängolivenfarbene Hose. Und dann müsste das schon fertig sein. Und dankeschön. Machen schön diese. Genau. Jetzt wollen wir eine Runde feilschen. Besprechen wir den Preis. Okay. Klar, warum nicht? Klar. Ich will mehr zahlen. Ich will gucken, was passiert. Hier. Und etwas für die Mühe. Nun denn, recht herzlichen Dank. Scheiße. Der hat sie angenommen. So ein Arsch. Nimmt er das an? Der muss sagen, nein, so einer bin ich nicht. So, jetzt habe ich hier wieder schöne Klamotten eigentlich. Jetzt nehmen wir diesen Spitzhut. Dann legen wir das da ab. Meine Hose habe ich, die Armschienen tun wir weg. Das tun wir weg. Hier noch mein grünes Ding, diesen Nackenschutz. Rote Kapuzenschal ziehen wir an. Und dann ziehen wir noch Weiberklamotten an. Ja, das ist doch ganz gut so, oder? Sehen wir jetzt schön wieder aus? Wir haben hier das, das, wir haben unsere Hose, wir haben Arbeiterstiefel und einen schönen Hut. Macht das noch irgendwie was charismamäßig was aus? Charisma, wie viel haben wir eigentlich? Den bringt sie mir jetzt einfach an. Mal sehen, ob das was bringt oder so. Der Vogt muss hier auch irgendwo sein. Der muss auch irgendwo sein. Schauen wir mal kurz bei unserem Questlog nach. Ohne Fleiß kein Preis. Der ehrbare Dieb. Mächtiger als das Schwert. Das muss ich auch. Der Schatz. Na los, verpass mir eine. So, Vogt. Vogt. My name is Vogt. Where is the Vogt? Vogt isn't here. Why is the Vogt not here? Here. Who is the Vogt? The Vogt isn't here. Itzend. Izzy. Was machst du da? Kennt ihr Izzy? Der Vogt ist irgendwo, wo er nicht sein. Hallo, Vogt. Gott sei mit dir. Meister Vogt. Nichts, was mich kümmert. Ich soll in den Dienst des Vogtes treten. Ah, du
Du bist also der junge Mann, den Herr Ratzig berufen hat. Ja. Wunderbar. Herr Ratzig bat mich, dich auf die Probe zu stellen. Du kommst genau zur rechten Zeit. Es gibt ein paar Dispute. Wie es scheint, verhalten sich einige deiner ehemaligen Nachbarn ungebührlich. Vielleicht ließen sich die Streitereien leichter beschwichtigen, wenn sich einer der ihren unter den Wachen befände. Du kannst auf mich zählen, Vogt. Du bist kühn. Das gefällt mir. Hast du dich bei Hauptmann Bernhard gemeldet? Ja. Nachdem er mich unterwiesen hatte, forderte mich Herr Hans zum Duell heraus. Ich verstehe. Herr Hans liebt es, seine Kräfte zu messen. Aber sieh dich vor. Der Zorn kann das Herz eines Adligen rasch erobern. Und diese Art von Ärger willst du nicht haben. Wie dem auch sei, du wirst bei der Stadtwache aushelfen. Komm nachmittags zur Küche. Wachmann Jaroslav oder Nachtigall, wie man ihn nennt, wird dich dort erwarten. Er wird dich herumführen und dir zeigen, wie man für Ordnung sorgt. Und geh zur Rüstkammer. Dort liegt deine Ausrüstung bereit. Ja, Vogt. Oh. Groschen erhalten. Vielleicht kriege ich eine neue Rüstung. Das wäre natürlich vorzüglich. So, Rüstmeister. Ja, erwartet mich scheinbar etwas. Deine Ausrüstung in der Rüstkammer drehen. Nachtigall zwischen 11 und 19 Uhr. Eine Runde. Ja, würde ich ja gern. Aber ich kann ihn stehlen. Gibt er mir mein Zeug? Gott sei mit dir. Okay. Ja, chill mal. Lesen wir mal geschwind. Questlog. Wachdienst. Um einer von Herrn Ratzigs Männer zu werden, muss ich den Dienst des Vogtes von Rattei treten. Er möchte, dass ich mit Wächtern Nachtigall Wache halte. Eine Wache im Dienste des Vogtes darf nicht unbewaffnet herumlaufen. Ich sollte mich in die Rüstkammer begeben und mir die entsprechende Ausrüstung besorgen. Ich muss mit Nachtigall auf Patrouillen gehen. Er wartet mich Nachmittag an der Kirche. Rüstmeister, ja. Muss ich handeln, oder was? Er hat mir 15 Groschen gegeben und dafür soll ich mir was kaufen, oder wie? Ja, ich kann mir nicht mal... Ist mir so ein Clown. Was soll ich mir denn da holen, bitte? Sorge mir das. So. Das ist das Billigste, was es hier gibt, ja? Was soll ich hier kaufen, bitte? Das ist ja alles arschteuer. Ich kann da nichts kaufen. Er soll mir da was geben. Ich weiß es nicht. Kurzes Gambeson. Ja, definitiv kriege ich hier nicht das, was ich soll. Ja. Nee, nicht der ehrbare Dien, Wachdienst. Was ist das? Verstehe ich nicht. Ach, die Kirche ist da hinten. Und da ist, weiß ich nicht. Wir öffnen das lieber in der Karte. Vielleicht macht das mehr Sinn. Hol den aus in der Rüstkammer ab. Okay. Dann doch woanders. Gedacht, ich hol da und er gibt mir so ein Paket oder so mit meinen Rüstungen. Und hopp. Arsch und Zwirn. Aber wenn er mir jetzt meine Ausrüstung gibt, dann verspreche ich euch, werde ich zu viel Gepäck dabei haben.
So, wo ist der Rüstmeister? Der müsste doch jetzt hier irgendwo sein, oder? Oh nee, sag mir nicht. Ah ja. Soll ich mit dir reden? Oder kann ich einfach da nehmen, was ich will? Ich soll meine Ausrüstung hier abholen. Name? Heinrich. Und? In Lanes Treue zu? Herrn Ratzig Kobilla. Hm. Ja, hab dich. Also dann, komm rein. Fühl dich wie zu Hause, Heinrich. Wenn ich mich recht entsinne, bekommst du Helm, Gambeson und Knüppel. Das ist alles? Knüppel. Willst du auch einen Kuss und eine Umarmung? Ja. Ich meine Ausrüstung. Für eine Stadtwache genügt's. Du sollst Ärger verhindern, nicht machen. Wow. Danke, Herr. So großzügig. Mann, alles Sachen bekommen, die ich schon habe. So, ich habe hier ein... Ja, gepolsterte Haube habe ich jetzt zweimal. Ich nehme mein Zeug selber. Ich habe hier stärkeres Zeugs. Aber ich habe zum... Ah, warte mal. Ich habe hier zweimal so ein Dings. Gambeson haben wir noch bekommen. Dann nehmen wir noch diesen Nackenschutz. Zierter roter Wappenrock nehmen wir auch. Armschienen ziehen wir an. Okay. Ja, wir müssen definitiv ein paar Dinge verkaufen. Knüppel brauchen wir nicht. Auch verkaufen. Müssen wir halt nur einen Händler finden. Lass mal überlegen, hier haben wir gleich einen Schuster. Können wir bei Ihnen das ein Übliche? Paar... Ich brauche ein paar Sachen. Hm, das langt. Hier dein Wechselgeld. Guten Tag. Danke. Wende dich auch in Zukunft gern an mich. Lass uns handeln, mein Freund. Ich möchte nur verkaufen. Hier, diese Sohlen kannst du haben, diese Haube kannst du haben. Diese gewöhnliche Beckenhaube kannst du haben. Grünes Hemd kannst du nicht haben. Du kannst noch haben diesen kurzen Wappenrock. Du kannst noch haben diesen Leinenhemd. Du kannst nicht haben den Nackenschutz, du kannst nicht haben dies und das. Du kannst haben dies und das. Ich habe sonst leider nichts mehr, was ich dir geben kann. Deswegen frage ich mich, warum bin ich so schwer beladen? In den Warenkorb gehen. Feilschen. Einen guten Preis herausschlagen. Ja, warum nicht? Ich möchte leider nur so viel zahlen. Einverstanden? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin... Wäre es mit 36. Siehst du? Ich wusste, wir werden uns... Er hat eine echte Pussy-Stimme, mein Freund. Vielleicht haben wir noch was zu essen. Essen! Nahrung, Brot und Essen. Essen, Essen, Essen. Wir können was zu essen noch verkaufen. Dafür müssen, das wäre so einiges. Gute Selbstgespräche. Mein Gott, hast du Hauswahl. Bist du in Stress? So, wir gehen zu den einen Händler da unten. Der Gemischwarenhändler, nennen wir den mal so. Der keine Dietriche verkauft, selbstverständlich. Das ist auch so ein Gemischwarenhändler, oder? Mit dem kann ich auch alles handeln, hoffe ich mal.
Öffnet die Pforte, mein Freund. Ich habe was zum Handeln. Konrad von Hagen. Glück und gesund. Lasst uns handeln. So, wir verkaufen Brezel, wir verkaufen Brot, wir verkaufen Eier, wir verkaufen Forellen, tralalalala, lalalala. Okay, gut, gut, jetzt beruhigen wir uns wieder. Wir haben viele Pfeile bekommen, das könnte natürlich einiges an Gewicht ausmachen. Boah, eine Feder, die ist sehr schwer. Dann haben wir hier noch ein bisschen Hasenfleisch, ein Hühnchen. Wir haben sogar noch mehr Hühnchen. Dann haben wir noch Amelie. Dann haben wir noch Radieschen. Dann haben wir noch Ringelblumen. Salz. Noch, was haben wir noch? Pfannkuchengammlige. Dann haben wir Steinsuppe. Es gibt nichts Besseres. Schirmling. Dann haben wir noch süße Pfannkuchen von Theresa, die wir nicht gegessen haben, weil die scheiße schmecken. Hier haben wir noch ein paar geklaute Sachen. Ja. Und wir haben immer noch zu viel bei uns. Spinnnetze können wir verkaufen. Die sind nämlich sehr schwer im Gewicht. Wir haben hier 9 Stück. Da verkaufen wir ein paar. Ach, warte mal. Das ist ja erst weg, wenn wir auch wirklich gehandelt haben. So, falschen. Schauen wir mal. Genau. Warum nicht? Warum nicht? Wie freudig die sind. Klar! Möchte ich über den Preis reden. Warum denn nicht? Weil du es bist. Nicht schlecht. Senke deine Ansprüche noch. In Ordnung. Gut. Dann dürfte ich nicht mehr so beladen sein. Super. So, dann gehen wir jetzt zur Kirche und reden mal über die Sache mit der Wache. Über die Sache mit der Wache. Die Grenzen wollen. Nachtigall, ach komm. Was Himmel, Mann, ich geb dir eine Schelle. Hier bin ich. Ich heiße Heinrich. Wir sollen heute zusammen unsere Runden drehen. Ich sehe, du bist ausstaffiert. Es kann losgehen. Ich bin sogar Nachtigall. Besser ausstaffiert. Nee, doch. Der, den diese Müllerin auf einem Karren hierher brachte? Yep. Theresa? Ja, sie hat mich gerettet. Sie tauchte mit Robert und seinen Rittern auf. Alle Ehre dem Mädchen. Hat mehr Eier als die meisten Männer. Sag mir, wie hast du ihr das vergolten? Ich habe ihr dafür gedankt. Das ist nicht viel. Du solltest sie besuchen, wenn es sich ergibt. Und wie genau bist du im Dienste des Vogts gelandet? Liebeswerben. Geht dich nichts an! Ich möchte Herrn Ratzig dienen. Ich will mich nützlich machen. Ich will Herrn Ratzig dienen. Aber er schickte mich hierher, um zu lernen. Und das wirst du auch. Du hast Glück, Junge. Er muss dich mögen. Die meisten Herren hätten dich fortgeschickt. Komm mit, Heinrich. Wir drehen in der Stadt unsere Runden und stellen dann sicher, dass die Schenken abends schließen. Ich bin bereit. Aber vergiss nicht, ich soll dich auf die Probe stellen und dir mit Gottes Hilfe etwas beibringen. Ich erwarte also, dass du Verfehlungen sanktionierst. Ich habe dich im Auge, damit du keine Dummheiten machst. Gehen wir. Also ich finde, der ist zwischen... der ist sehr freundlich, finde ich. Also ich mag den. Das ist unsere Kirche. Falls jemand beschatten muss, so gehe langsam. Auf diese Weise wird deine Zielperson nicht misstrauisch. Und du kannst einen gemütlichen Spaziergang genießen. Okay, der dreht auf einmal um. Sie dient nicht nur als Gotteshaus, sondern auch als Gruft der Herren von Leipa, unseren Herren. Okay, interessant. Nachtigall? Der Totengräber wohnt gleich um die Ecke. Der Pfarrer okay. Auch. Unser Pfarrer, er... Na, man sollte nicht schlecht über die Diener Gottes sprechen. Ja, er ist eine Pfeife. Ich hab schon von... Herrn Ulrich oder wie auch immer der heißt. Nee, ich glaube Ulrich war Skyrim. Groß, was? Super schön, danke. Der Vogt und seine Knechte leben hier. Und der Maestro Proto Notarius, der Schreiber. Proto Notarius. Will man nicht von innen sehen. Nicht mal als Wache. Natürlich haben wir auch einen Henker. Aber der wohnt nicht in der Stadt. Wäre unpassend, denkst du nicht auch? Ah, das ist ja. Auf der anderen Seite des Baches. Dieser Pranger wurde im Herbst aufgestellt. Und 2 sind da bereits vermodert. Hier wohnt der Schwertschmied.
Ist cool, wie du mir alles erzählt, das ist so realistisch einfach so. Laufen rum, der erzählt ein bisschen was. Wenn nicht zur Kirche, dann scher dich zu deinen Leuten. Ich will dich hier nicht haben. Ist dieser Mist. Rüstmeister. Was schreit ihr beiden da so rum? Schluss mit dem Krawall. Wurde auch Zeit, dass du kommst. Dieses dreckige Bettelweib da. Ich heiße Jana. Meinetwegen. Dieses Bettelweib da glaubt, dass sie herkommen und meinen Laden zustecken kann. Ich will, dass du sie fortjagst. Was, du schimpfst dich einen Christenschmied? Bettlerin verjagen, du sollst sie bleiben lassen, Meister Schmied. Macht das unter euch aus. Was ist das Problem? Das ist mein Laden und ich dulde keine Bettler auf meiner Schwelle. Schick sie auf den Marktplatz. Dort ist sie keinem im Weg und es gibt genug Leute, die sie anbetteln können. Musst du ausgerechnet hier sitzen? Ja, muss ich. Warum? Die Leute jagen mich fort, ganz gleich, wo ich sitze. Kann ich Tag und Nacht rumwandeln. Du schimpfst dich einen Christenschmied. Wie wär's mit etwas christlicher Nächstenliebe, Schmied? Was? Hast du eine Ahnung, wie oft ich Almosen gegeben habe? Dieser Hexe da erst gestern. Ist das wahr? Ich weiß nicht. Hast du Almosen bekommen oder nicht? Jawohl. Von diesem Mann hier? Weiß nicht. Und selbst wenn, gestern war gestern und ich muss heute auch was essen. Das ist wahr. Was weißt du schon davon? Wir werden der armen Jana beide etwas spenden. Gib Jana Almosen, Schmied. Wir sind doch gute Christen, oder? Also sollten wir dieser armen Seele beide etwas geben. Und was dann? Dann wird Jana ihrer Wege gehen. Ohne Widerrede. Bist du jetzt König Salomon oder was? Na schön, wie du willst. Möge Gott dich segnen und dich auch, Herr Schmied. Werde keinen Ärger mehr machen. Danke. Danke. Herrgott, einer schlimmer als der andere. Schlichte den Streit. Haben wir wohl gemacht. So, da bist du ja. Er sagt gar nichts dazu, juckt er nicht. Nachher kommt so eine Bewertung, also, ja, dein Praktikum war sehr gut. Ja, okay. Ja, du hast dich sehr gut bemüht und so, aber leider kann ich dich nicht zur Ausbildung nehmen. Also muss ich dir leider eine 8 Absage geben. Ein paar Tölpel fordern sogar, dass Herr Hanusch das Lehen endlich dem jungen Herrn, Hans Capon, übergibt. Hans Vater, der alte Jeschke, Gott hab ihn selig, hatte das Lehen inne, bis er ein Greis war. Sag mal, was läuft da für ein Käse zusammen? Erst im Meeren, dann im Himmel. Herr Hanusch verwaltet das Lehen, bis Herr Hans mündig wird. Die sind irgendwie verwandt, hatten denselben Ururgroßvater oder so. Es kommt die Zeit, in der das Gut weitergereicht werden muss. Sowas endet oft in Reibereien. Ich sammle lieber ein bisschen. Ein Vögelchen Jeschek. Hab ich gelernt. Oder entdeckt, was auch immer da jetzt gerade stand. Wasch mich da noch nebenher. Sehr interessant, was wir hier so alles erleben, mein Freund Nachtigall. Sehr cool. Ich beobachte dich das nächste Mal, ob du diesen Rundgang jeden Tag machst, ja? Zu Marktzeiten sieht er viel besser aus. Dann ist er bis zum Brechen gefüllt mit Leuten von überall her. Aber? Ich will auch so eine Rüstung wie er. Das sieht so kräftig und mächtig aus. Kann ich der Frau hinterher pfeifen? Hey, Mann, bist du geil. Yeah. Wir haben ja auch eine Bäckerei. Und diesen irren Händler, Wolfram Bruder. Er hat eine hübsche Tochter. Sie aber an der kurzen Leine.
was den jungen Böcken nicht so gut schmeckt. Angeblich soll er das arme Mädel sogar den ganzen Tag einsperren. Hm. Ach, da suche ich mal. Ich glaube, bei dem plündere ich mal alles. Oder dafür brauche ich einen Dietrich, klar, meine Freunde. Kriege ich ja nie. Eine Schenke steht hier am Markt, die Händlertaverne. Die andere liegt oben am Tor. Da gehen wir später hin. Okay. Ich bin gespannt, wie lange wir hier mit ihnen herumstolzieren müssen. Wird da noch irgendwas passieren, Nachtigall? Lass uns näher an die Kernburg gehen. Okay. Vielleicht gibt's hier da Stress, den wir schlichten müssen. Vielleicht ist doch keine... Oh, siehst du den Lump da? Bei Gott, dem Bastard zeig ich's. Hey, den machst du jetzt aber nicht fertig, oder? Haben wir es bequem? Almosen bitte, Herr. Warte mal, kann es sein, dass ich keine Schuhe anhab? Doch. Dumm also. Hier ist Bettel nicht gestattet, also heb deinen stinkenden Arsch und schaff ihn von hier weg. Wen störe ich denn hier? Mich, uns, jeden. Wenn er Hanusch dich sehe, würde er dich auspeitschen. Ist gut, ich gehe. Verfluchte Bettler. Reicht man ihnen die Hand und sie wollen den ganzen Arm. Die Regeln sind klar und deutlich. Bettler gehören zur Kirche. Ha, die müssen dann immer da unten sein, oder wie? Ruhe. Danke. Hier ist die Schmiede. Im Augenblick gibt es ein paar Scherereien mit dem Schmied. Aber sein Lehrling springt einigermaßen für ihn ein. Wie ich höre, bist du auch Lehrling eines Schmieds. Ihr könntet, wenn nötig, helfen, oder? Ihr? Wen meinst du damit? Dich und deinen Meister oder Vater, wer dich ausgebildet hat. Er. Was ist denn? Mein Vater war der Meisterschmied. Er wurde in Scarlets getötet. Ah, tut mir leid. Wusste ich nicht. Ja, danke. Hast dich aber schön erkundigt. Mir auch. Mein Papa starb auch kürzlich. Ihn raffte das hohe Alter dahin. Ist nicht dasselbe, aber ich kann etwas mitfühlen. Ja, danke. Sehr herzlich von dir. Keine Ahnung, wie das jetzt weiter abgeschlachtet wird von Sigismund Dami, Mann. Ich glaube, ich muss dich leider umbringen. So, schließen. Du Pfeife. Zumachen, Junge. Sonst gibt's Ärger. Hast du mich verstanden? Auf. So, und jetzt? Vorbei. Was macht der? Achso. Das Rataya Lehen ist recht groß. Selbstredend hat es hier in der Stadt seinen Ursprung. Und erstreckt sich entlang der Sasau bis nach Kohelnitz. So, so. Dann Galgenberg und viele abgelegene Höfe rundherum. Neuhof, Merhojet, Meister kümmert sich um eine Ahnungsstelle. Er ist mit Abstand sein bester Vasall. Für Neuankömmling ist das alles etwas kompliziert, nehme ich an. Dieser Herr hier, dieser Herr da, diese Ausnahme hier, die andere dort, Ausnahme von Ausnahmen, Recht auf halbe Sachen und so weiter. Es würde ein Jahr dauern, sich darauf einzulassen. Ja, hast du recht. Dieser Turm hier war nur halb so groß, als ich ein Knirps war. Herr Hanusch ließ ihn ausbauen und machte daraus eine Rüstkammer. Ah, ja. Cool. Sehr interessant. Tu mir mal so wie, als ob das jetzt in so einem... So ein Praktikum wäre so erster Tag und die erzählen dir alles, bewerbungsgesprächsmäßig, so, ja. Und wo man so tut, als ob man es voll interessant findet alles und eigentlich interessiert es sie gar nicht und hoffst nur, hoffentlich kriege ich eine Zusage. Düdelüdelü. Und der Rundgang geht ganz schön lange und da passiert ganz schön lange nichts. Gott sei mit dir, Benesch. Wie geht's? Geht schon, Nachtigall. Benesch? Ist ruhig heute. Gut. Wo ist eigentlich Moimir? Sollte er nicht hier bei dir sein? Ja. Ist noch nicht aufgetaucht. Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moimir faulenzt, steckt er tief in der Scheiße.
Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Hat Durst, also... Ging er auf ein Bier. Wir wissen doch, wie das läuft. Komm, Heinrich, suchen wir diesen Müßiggänger. Und du bringst ihn dann besser zur Vernunft. Mir bleibt keine Wahl, als zu wenden. Aus Skarlitz stamme ich und... Da ist die Kirche. Ach, guck mal, jetzt sprudelt der ein bisschen. So, mein Freund, was machst du da? Hä? Erwischt? Was zum Teufel treibst du hier, wenn du am Tor sein solltest? Beweg deinen Arsch und der nascht halt ein bisschen weiter dabei. Schweig und beweg dich. Das Glück, dass ich die Hühnchen. Und nicht der Vogt. Oder gar Hauptmann Bernhard. Was? Boah, jetzt hat es verschlungen. So sieht es doch aus, mein Freund. Setz dich zu mir, Heinrich. Lass uns was trinken. Ach, dann kann ich eine Runde mit denen spielen. Aber wir können gammeln, oder wie? Der Narr hat mich ganz schön erzürnt. Mich auch, dieser faule Sack. Meine Rede. Gerade jetzt, wenn wir jedes Paar Augen brauchen. Man kann nie wissen, wann die Kumanen kommen. Aber genug davon. Versauen wir uns nicht den Tag. Hör mal, da wir schon hier sind, wie wär's mit einem Spielchen? Warum nicht? Gut. Ist jetzt bestimmt so ein Test. Hilfe. Oh Gott. Ach so, das ist das Würfelspiel, ja klar. Das war alles die 1 und die 5. Genau. Die 5 und die 5. Beiseite legen. Punkten und fortfahren. Machen wir noch einen Wurf. 1 oder 5 wird schon dabei sein. Oder auch nicht. Wir haben verkackt. Scheiße. Eine 5 hat der. Hm. Und zwei Einsen. Jetzt nass der Typ mich. Und hoffentlich verlierst du alles. Nein, er hat noch eine 1. Oh mein Gott. Und eine 5. Er wird uns auf einen Schlag weißt fertig du. Machen. So, wir haben hier eine 5. Und doppelte zählen auch. Nee, erst ab 3. Da werden wir noch bestimmt was rauskriegen. Eine 5, super. Kann ich nicht das auch noch machen? Nee. Punkten und fortfahren. Da geht noch was, meine Freunde. Da geht noch was. Eine 1 sehe ich hier. Die nehmen wir mit und dann tun wir punkten und passen. Safety first. Ja, der rostet aus. Weitermachen bringt nichts. Ja, Glückwunsch, mein Freund. 1 und die 5 und dann machen wir weiter. Dann haben wir nur noch Schunden. Wir haben keine Chance. Das ist doch gezinkt. 5 Glückwunsch, mein Freund. Das war's. Ja, jetzt machst du mich fertig, ist klar, ist klar. Ich weiß. Du machst mich fertig. Mir fehlen nur noch ganz wenig Punkte, ich weiß. Natürlich. Mach doch einfach weiter. Jetzt sind wir am Arsch, denn ich sehe noch eine 1. Ach, scheiße, doch nicht. Ich meine, oh, doch, gut. So, wir haben hier eine 5. Super. Können wir auch mal was Gutes haben? Hier, zwei Einsen. Ja, geht doch. Ein bisschen besser. Aber weiter brauchen wir nicht machen, weil sonst verlieren wir. Denn wir werden auch so schon verlieren. Mann, jetzt hör auf zu punkten. Leg deine Würfel weg. Hoffentlich kriegst du nichts. Ach, Mann. Heute machen bringt nichts. Ja.
ich nicht so einen fetten, keine Ahnung was haben. Ja, wow. Also diesmal scheiße ich echt rein. Glückwunsch! Klasse! Mann! Ich spiele so gut dieses Spiel. Da nimmt nur eine Eins raus. Ja, schön für dich. Mal sehen. Ja, ist ja okay. Mach mich platt. Aber jetzt platzt was. Ja, 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 ja. Und schon wieder eine Eins. Ja, klar. Wollte machen. Ja, jetzt hat er eh gewonnen. Was macht der? Ach, der will mich noch nicht nur ein bisschen fertig machen, sondern gleich fette Vorbei. Lotte. Ja, du hast verloren. Scheiße. Jetzt wird's dunkel und jetzt kackt er mich an. Du hättest sagen müssen, dass wir hier noch ein bisschen unterwegs sein müssen. Jetzt passt auf, jetzt kriege ich einen auf. Nur noch eine Sache, dann sind wir für heute Abend fertig. Das Ende des Tages einläuten und die Schenken schließen. Ist es nicht noch etwas früh? Ich weiß nicht, wie es in Scarlet war, aber in Ratai machen wir zu dieser Stunde dicht. Außer bei Jahrmärkten und Festen. Dann machen wir gar nicht dicht. Verstehe. Soll ich die Glocke läuten? Wenn du schon fragst. Die Glocke ist außerhalb des Rathauses. Läute sie dreimal. Dann geh zur Schenke beim Marktplatz und sieh zu, dass der Wirt zusperrt. Mach ich. Bevor ich's vergesse, es ist verboten, im Dunkeln ohne Fackel durch Ratai zu gehen. Hier, nimm die. Okay, das sind aber Regeln, du. So, dann ziehen wir mal die Fackel an. So, jetzt soll ich ihn weiterfolgen. Nee. Doch, nee. Leute, die Glocke. Nee, ich muss ihn nicht mehr folgen. Das ist gut. Dann kann ich jetzt schnell runterrennen. Zumachen. Hey, Fackel, mein Freund, Fackel. Ich guck mal, ob wir den anscheißen können. Wo ist deine Fackel? Guten Tag. Natürlich können wir es nicht. Hätte ich gern angepfiffen dafür, dass er keine Fackel dabei hat. Wäre schon cool, wenn man das machen könnte. Ey, wo ist deine Fackel, mein Freund? Aber, ja. Könnt ihr nicht suchen. Was macht denn der hier unterwegs? Solche gehobene Leute auf der Straße, das sieht man selten. Warte, die Schenke, wo? War die Schenke, die war doch gleich einfach nur eine Querstraße unter der Schenke, wo wir gerade waren, oder? Ups, sorry. So, wo ist denn die Glocke? Ach, hier. Genau. War das jetzt dreimal, oder was? Es passiert gleich was. Die Musik lädt schon zu einem bösen Geschehen ein. Von Ratai. So, schließen wir die Schenke. Oh, da kommt jetzt Radau. Da wird was passieren. Und der Domherr von St. Wenzel in Olmütz war so besoffen, dass er das Schwein auf den Marktplatz trug, sattelte und darauf durch das Stadttor ritt. Also wir wussten, dass das nur böse enden konnte. Weshalb Herr Peter und ich losritten und nach dem guten Domherrn und seinem Schwein suchten. Und habt ihr ihn gefunden? Wir spürten das Biest bei einem Koben hinter Kronau auf. Ich meine, das mit der Tonsur auf dem Haupt. Das kann nur das Ärger geben. Das Schwein haben wir nie gefunden, aber der Domherr lag friedlich schlafend im Schweinestall. Gleich und gleich gesellt sich gern. Es scheint, als würde dies auch auf Säue und Prälaten zutreffen. Ein Toast, werte Herren. Auf Säue und Prälaten. Gott schütze Ihren Speck. Herr Hans, vergib mir die Störung, aber ich muss... Was musst du? Willst du dich uns anschließen, oder...
Uns einen ausgeben? Ich bedauere, aber wir trinken nicht mit Bauern. Das hier ist kein Dorf, du Bürschchen. Nein, Herr. Es ist Sperrstunde. Die Schenke wird jetzt geschlossen. Solange ich hier sitze, wird gar nichts geschlossen. Ist das klar? Wenn das alles ist, darfst du dich verabschieden. Hast du den Verstand verloren? Du kannst dem edlen Herrn keine Vorschriften machen. Der ist reizbarer als ein Bär mit Magenschmerzen. Wenn ich du wäre, würde ich ganz schnell wieder verschwinden. Der Vogt hat mir aufgetragen, die Schenke zur Sperrstunde zu schließen, sodass niemand nach dem Abendläuten die Ruhe stört. Was, der Vogt? Weißt du, der Vogt kann mich mal. Ich schätze, du hast nicht vergessen, wer der rechtmäßige Herr von Ratei ist, oder? Nein, es ist Herr Hanusch. Ach, und ist er hier? Oder versteckt er sich etwa unter dem Tisch? Nein! Tja, dann sind seine Worte leider nicht mal einen Furz im Badehaus wert. Außerdem hat er nur das Sagen, bis ich erwachsen bin. Das kann ja noch eine Weile dauern. Genug! So sprichst du nicht mit mir, klar? Ich bin ein Adliger. Ich bitte Sie, edle Herren, ihr werdet hier doch wohl keinen Kampf anfangen, oder? Und ob, wie wir das werden. Ich werde diesem Bauern zeigen, wo er hingehört. Oh je. Schlägerei! Schlägerei! Der ist eh prügelstramm. Der ist auf jeden Fall sehr gut in Ausweichen, aber die Tunte, die läuft mir da voll den Weg. Tritt den doch! Ja, so muss es sein, so muss es sein, so muss es sein. Arm hier, einen auf die Nase. So ist gut, so ist gut. Oh, was passiert denn? Kruzifix! Was in Herrgotts Namen geht hier vor sich? Was ist? Antworte mir, verdammt! Dieser Ochse hat mich beleidigt. Ich musste ihm eine Lektion erteilen. Indem du dich im Dreck wälzt wie ein Schwein? Ja, das zeugt doch von edlem Verhalten. Herr Hanusch, der Vogt befahl mir die Schenke... Sei still! Halte deinen Mund, du kannst wirklich froh sein, dass du aus Ratzigs Gemeinde stammst. Bist du denn völlig des Wahnsinns? Erhebst die Hand gegen einen Edelmann. Und du, Hans, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass es vielleicht gut für die Moral sein mag, sich mit seinen Untergebenen zu betrinken, es deinem Ruf jedoch schadet. Du verbringst all deine Tage saufend und weiberjagend. Was egal wäre, wenn du auch deinen Verpflichtungen nachgehen würdest. Jetzt sehen wir ja, wohin dieses Verhalten führt. Morgen begleitest du mich zu einer Anhörung. Ein paar Gutsbesitzer baten mich, einen Disput zu klären. Du wirst dabei viel lernen können. Ich hatte eigentlich vor, morgen auf die Jagd zu gehen, aber wenn du meinst, ich solle den belanglosen Nörgeleien ein paar alter Narren lauschen, so sei es. So, auf die Jagd? Nun denn, edler Herr, ich sage dir was. Geh ruhig jagen. Wirklich? Oh, gewiss doch. Wer bin ich denn, es zu wagen, den jungen Herrn Capon seines Spaßes zu berauben? Und Heinrich wirst du als deinen Knappen mitnehmen. Den? Auf gar keinen Fall. Du tust gefälligst, was ich sage. Es ist längst überfällig, dass du lernst, Menschen auch abseits der Wirtshäuser zu führen. Jetzt verschwinde! Ich bin dem Vogt verpflichtet und ich kann nicht... Jetzt nicht mehr! Du bist ab heute Herrn Capon verpflichtet, klar? Es ist Zeit, dass du lernst, wie man sich in der Gegenwart des Adels verhält. Gehen wir! Sag der Küche, ich bin hungrig. Es war eine lange Reise. Tja, ich glaube, das konnte ich gerade gar nicht aus dem Weg gehen, diesem Ärger. Nennen wir das mal so. Aber, am liebsten würde ich ihn doch mal auf die Nase hauen. Mach die Händlerschenke beim Marktplatz dicht. Jetzt hängt sich mein Spiel auf. Oh, wow, was macht der? Der läuft einfach. Wachdienst abgeschlossen. Der Wirt hat bestimmt noch was zum Sagen. Jagdfieber-Quest begonnen. Weißt du, ob hier jemand... Ja, da könnte es was für dich geben. Du bist der Sohn des Skalitzer Schmieds, oder? Der Vogt kann dich sicher gebrauchen. Er hat ein paar Aufgaben für die Skalitzer Flüchtlinge, aber weiß nicht, wer sich wofür eignet. Hat erst gestern deswegen rumgejammert. Okay, mit dem werde ich reden.
So, jetzt schauen wir mal, ob das Ganze gespeichert hat. 1952. Perfekt, Leute. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hiermit wieder zu diesem Part. Dieser Part ging mal wieder ein bisschen länger. Und ja, war eine coole Runde hier, Wache zu schieben. Der Sache konnte ich jetzt wohl nicht aus dem Weg gehen, dass ich hier angeschissen werde, obwohl der kleine Herr angefangen hat und denkt, er ist der Boss von allen. Aber ja, so, dann sagen wir mal ciao und bis zum nächsten Mal.